Wir haben uns extra mal bei Übung für Körperberechnung haben uns extra mal eine Aufgabe geschnappt, die erstmal ganz leicht erscheint, aber es dann doch in sich haben kann. Und zwar, im Wald, da liegt ein Ofenrohr, stell dir nur die Hitze vor, und wir sagen Außendurchmesser von 30 mm, Länge von 1 Meter. Das liegt da so rum. Gesucht ist folgender Umstand: In dem Text stand, wenn ich das Rohr auf beiden Seiten dicht machen würde, wie viele Liter Wasser passen da rein? Ach, hurra, ich gucke nach, mache mir meine Skizze, jawohl, berücksichtige die Wandstärke, Achtung, die gibt es hier und hier. Also ist der Innendurchmesser 29 mm. Na prima, da kann ich ja losrechnen. Hau ruck, V ist Pi Viertel und dann so weiter und so fort. Ich freue mich und rechne und tippe ein und kriege ein Ergebnis raus. Mensch, Donnerwetter, 750 Kubikmillimeter vielleicht so ungefähr. Genau ausrechnen wollen wir das gar nicht. Wir machen mal vorher einen Überschlag und sagen, Pi nehme ich als 3 an, die 4 als 4, ist klar, 3 Viertel mal. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wenn ich 30 Millimeter in Klammern zum Quadrat minus 29 mm in Klammern zum Quadrat ausrechne, dann kommt nur eine ganz geringe Zahl raus. Das heißt, vielleicht 1, 2, 3 Quadratmillimeter mal 1000 Millimeter, das ergäbe 750 Kubikmillimeter. Anders gesagt, ergäbe das ein Dreiviertel Kubikzentimeter ungefähr. Ein Kubikzentimeter ist allerdings, muss ich auch dazu sagen, nur so ein ganz kleines Ding, nämlich das ist ein Zentimeter mal ein Zentimeter mal ein Zentimeter. So ein kleines, so wenig soll da reinpassen. Spätestens an der Stelle muss es rumpeln. Also rumpeln in meinem Gehirnskasten, dass ich sage, wenn ich hier, egal was ich eintippe, noch so eine schicke Zahl in Kubikmillimetern rauskriege, ich muss die hinterfragen. Was rechne ich hier für einen Quatsch? Und hier haben wir nicht ausgerechnet, wie viel Wasser hier reinpasst in das Rohr, sondern wie viel Kubikmillimeter nimmt denn das Material ein? Und das ist ja gar nicht unser Ziel. Also müssen wir eine andere Formel schnappen. Ich korrigiere jetzt den ganzen Quatsch. Das ist ein ideales Beispiel gewesen. Also, wir haben uns jetzt hier die richtige Formel geschnappt. Ne? Pi Viertel Innendurchmesser mal Körperhöhe, also mal Länge. Haben das entsprechend eingesetzt, eingetippt und überlegen, ist erstmal der rein zahlenmäßige Kram richtig? Warum? Es gibt noch Klippen, darauf werde ich dann nochmal bei der Taschenrechnerbedienung hinweisen, wird auch gerne gemacht. Überschlag ist, kurz hinschreiben, V ist zu Pi Viertel, sage ich, Dreiviertel, ganz locker, hierzu sage ich 900 Quadratmillimeter, 900 Quadratmillimeter, ne? Ich nehme 30 mal 30 schnell im Kopf und das mal 1000 Millimeter, dann müsste also ganz rund rauskommen, ne? Das war rund, Entschuldigung, 900 mal, das wären 900.000 und davon 3 Viertel. Jawohl, ich habe richtig gerechnet. Reicht an der Stelle, also rund 3 Viertel von 900.000 Kubikmillimetern, dann habe ich es wirklich erreicht. Also dann liege ich mit der Zahl erstmal richtig. Jetzt Achtung, jetzt kommt die zweite Klippe und die zweite Überlegung. Ja, genau. Die Füchse. Ich muss die Zahl umrechnen. Mit Kubikmillimetern kann keiner was anfangen. Denn eigentlich war der Inhalt des Rohres in Litern anzugeben. Das habe ich jetzt hier sogar gar nicht mal hingeschrieben. Wie kann man das in Kubikzentimeter umrechnen? Machen wir es. Drei Stellen. Warum drei Stellen? 10 mal 10 mal 10, ne? Also, drei Stellen nach links gerückt wären 660. Und jetzt kann ich mir 519, na, hätte ich auch 520, Kubikzentimeter. Achtung, Kubikzentimeter sind auch bloß solche kleinen Würfelchen. Also, jetzt von den Würfelchen abgesehen, Liter ist das immer noch nicht. 0,66, naja, runden wir noch auf, Kubikdezimeter. Sind wir jetzt bei Litern? Ja, sind wir. Das wäre auch Liter. Das geht genauso. Und jetzt muss wieder eine Frage kommen. Wie bitte? In ein Ofenrohr? Und jetzt, wer hat eine Flasche Wasser da? Nein, Kubikdezimeter. Ich habe euch extra in die Irre geführt. Ich habe die ganze Zeit von einem blöden Ofenrohr erzählt und da stellt sich jeder natürlich was Großes vor. Und wenn man sich schon eine olle Wasserflasche von 1,5 Litern vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Es stimmt doch. Bloß das Wort Ofenrohr war böse. Es ist ein Heizungsrohr. Ein Heizungsrohr mit 3 cm Durchmesser, ja, da wird selbst bei 1 Meter Länge nicht viel reinpassen. 30 mm, aufpassen, nicht 30 cm. Ich hatte extra die 30 mm angegeben. Das sind 3 cm. Und das kann ruhig 1 Meter lang sein. Es passen immerhin 0,66 Liter
Wasser rein. Also, auch wenn sämtliche Übungsaufgaben jetzt, wenn die nach dem gleichen Schema ablaufen, gleiches Schema meine ich, gegeben, hinschreiben, aus dem Text die wichtigen Größen rausschreiben, Skizze machen, entsprechend ranschreiben, Einheiten umwandeln, Meter in diesem Fall mal in Millimeter umwandeln, Formel abschreiben, einsetzen, ausrechnen, überprüfen, stimmt das wenigstens, was ich ausgerechnet habe, sollte man bei allem doch immer sein Ergebnis nochmal überprüfen. Wie viel Liter Wasser passen rein? Und spätestens an der Stelle muss ich sagen, Watt, Ofenrohr, da stimmt was nicht, aber richtig gerechnet habe ich, wenn im Text wirklich 30 mm da stand. Wenn da 30 cm da stand, hätte ich nichts dagegen. Das wäre normal. Alles klar? Also, in folgendem Text steht, eine Zisterne von 4 Metern Durchmessern, zylinderförmig gebaut, mit einer Tiefe von 1,2 Metern, wird in die Erde gelassen und man überlegt, wie viel Liter Wasser kann man darin speichern. Also wir haben jetzt diesen langen Text in Kurzform überführt, haben gleich eine Skizze gemacht, bietet sich hier an, 4 Meter Durchmesser, Durchmesserzeichen hier, Durchschnitt und Durchmesser ist das gleiche, 1,2 Meter Körperhöhe, also gleich K. Und das ist, Durchmesser steht da, Lösung. Was habt ihr für eine Formel geschnappt? Gut, also wir haben dann folgende Formel rausgesucht. V ist Pi R Quadrat mal H. H bzw. K, ne, in dem Fall das gleiche. Na dann los. Und dementsprechend müssten wir dann nach Tippen mal kurz überlegen. 3 mal 4 ist 12 mal 1. In diesem Bereich 15 ist richtig. Mal ganz schnell, weshalb das so gefährlich ist mit dem Taschenrechner. Manche Taschenrechner geben zum Beispiel folgende Zahlen, folgen so aus. 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Und da habe ich dann hier so ein Ding. Und dann soll ich überlegen, was ist es? Und dieses Ding und dieses Ding sehen fast gleich aus. Und in der Dunkelheit sehen sie noch gleicher aus. Das eine ist ein Punkt und das andere ist ein verkehrt rum, ein Tropfen, das sollte ein Komma sein. Da müsst ihr ein bisschen höllisch aufpassen, deswegen lohnt es sich immer zu überschlagen, auch was man noch so eintippen mag. Okay, das war leicht. Weiter. Anderes Ding. Nächste Übung. Und zwar, gegeben ist folgender Umstand. Es wird eine Stahlscheibe aus Stahlblech mit einer Dicke von 2 mm. Dicke, jetzt wissen wir nicht, wie wir das vielleicht später darstellen. Ich schlage vor, Dicke gleich 2 mm, aus einer großen Stahlplatte herausgeschnitten und diese ist ideal kreisförmig. Aha, jetzt wissen wir auch, was 2 mm sind. Wir müssen unsere Skizze natürlich übertreiben, ne? Es ist angestrebt, dass die Stahlscheibe eine Masse von 4 Kilogramm haben wird. Frage, wie groß muss ich den Durchmesser wählen? Lösung, wir schauen im Tafelwerk nach und sagen, Stahl hat eine Dichte, gebe ich jetzt mal an, damit wir nicht nachschauen müssen, von 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ihr seid dran. So, wir fangen natürlich an. Wir müssen erstmal ermitteln, wie groß ist das Volumen, was ich für 4 Kilo brauche. Und von dem Volumen ausgehend kann ich dann den Rest errechnen. Achtung, wenn ich hier kürze, ich mache das mal in blau. Wenn ich hier kürze, erhalte ich hier eine 1 und hier Quadratdezimeter. Daraus die Wurzel ist Dezimeter. Also habe ich soweit richtig getippt. Wenn man das hier eingetippt hat und über R gegangen ist, kommt man auf 2,8545 Dezimeter, das mal 2 genommen, ergibt also das als echtes Endergebnis. So, jetzt nochmal, es ist schlimm, wenn ich mir hier hinten so langsam sage, ist doch mir egal, wie viele Kommastellen da so weiter sind. Ihr seid mit dem Taschenrechner in der Lage, Ergebnisse, die genau sind, im Speicher zu behalten und damit weiterzurechnen. Das geht. Wichtig, von hier bis hier weiterschreiben und so weiter. Ich brauche bloß 3 Stellen hinterm Komma, da habe ich nichts dagegen. Also das heißt, die Stelle, die könnte ich gerne weglassen, aber dann ergäbe sich hier hinten wieder was anderes. Rechnet so weit wie möglich genau. Ich wollte den Durchmesser haben, hier steht's. Also will ich auch einen genauen Durchmesser haben. Wenn ich die Stelle hier wegballer,
dann passiert hier nicht mehr viel. Dann kriege ich ein luschiges Ergebnis raus. Ich will aber genaue Ergebnisse haben. Also, befleißigt euch, gebt richtig Gas. Auf den ganzen Kram, auch wenn es nicht viel wert ist, gibt es einen Punkt. Jetzt kommt der Antwortsatz und der ergibt auch einen Punkt. Der Antwortsatz ist dann der Durchmesser der Scheibe muss, und jetzt die richtige Zahl mit Einheit hinschreiben, 5,709 Dezimeter sein oder betragen oder weiß der Kuckuck was. Nochmal dazu, wenn ich die ganze Rechnung irgendwie falsch gemacht habe, ich habe hier Mist gerechnet, sage, nee, das kann nicht sein, ich habe hier lauter Blödsinn raus, und ich schreibe einen Antwortsatz, der mit einem vernünftigen, also naheliegendem Ergebnis dasteht, gibt es einen Punkt. Wenn hier lauter Blödsinn drin steht, gibt es keinen Punkt. Wenn die Rechnung richtig war und ich überlegt, schreibe hier ein falsches Ergebnis rein, gibt es keinen Punkt. Warum? Das nennt man mathematisch, das ist ein Lösungsverfahren, das heißt erraten. Das ist, wenn ich eine Lösung errate, also mir Gedanken mache und sage, das müssten so ungefähr 5 oder vielleicht 6 Dezimeter Durchmesser sein. Die Scheibe muss also so 50 cm Durchmesser haben, so kann ich es auch sagen. Und ich schreibe das hin, weil ich hier nicht durchsehe, weil ich einfach nicht weiß, wie es geht. Kriege ich einen Punkt. Klar. Sieht gut aus, ne? Denkt man, Mensch, prima. Da kriege ich ja, so war unsere Überlegung schon, mit gegeben gesucht Lösung, mit dem richtigen Ansatz also, kriege ich schon mal einen Punkt. Und mit dem Antwortsatz, wenn er vernünftig ist, auch noch einen Punkt, da lege ich ja schon auf, Mensch, prima. Das sind ja 66%. Käme ich ja schon locker in den Bereich der 4 oder sogar 3. Ja, gerne. Wer so viel mathematisches Gespür hat, gerne. Na denn. So, nächstes Beispiel, aber wir klären erstmal noch ein paar Fragen. Mal ganz kurz was zur Taschenrechnerfalle. Taschenrechnerfalle, jetzt gab es zwei unterschiedliche Ergebnisse. 27, und so weiter oder andere um die 0,9. Leute, Taschenrechnerfalle insofern. Macht euch vorher Gedanken, was rauskommen muss. Wenn ich das mal ganz rund mache, also Überschlag im Geiste oder direkt hinschreiben, dann sind das 25 geteilt durch fast 5 und nochmal durch ungefähr 5. Da muss was rauskommen, ungefähr 1. Ne? So, das heißt also, wenn ihr tippt, tippt folgendes. Tippen, Taschenrechner, heißt also 24,7 als Eingabe. Geteilt durch, am besten, Klammer auf, 4,8 und durch die 5,273. Klammer zu und dann ist gleich. Warum? Ich muss 24,7 durch 4,8 und 5,273 teilen. Ihr könnt auch anders eintippen, die 24,7 geteilt durch 4,8 geteilt durch 5,273. Das geht auch, ist gleich. So geht es auch. Ich teile also das durch das und nochmal durch das. Auch so kann man es eintippen. Seid vorsichtig. Ich rate immer den Leuten, setzt Klammern. Klammern beim Taschenrechner setzen. Damit man sagt, das Ding, das muss ich komplett ausrechnen. Denn hier am Überschlag sieht man es. Macht einen Überschlag. Vertraut nicht einfach euren Tippeingaben. Ne? Also das mal nebenbei am Rande. Nehmen wir mal an, ihr nehmt euch eine Wohnung. Und zwar unterm Dachjuche. Und wenn ihr diese Wohnung habt, unterm Dach, wie gesagt, dann hat die auch Schrägen, das ist normal. Und dann gibt es folgende einschränkende Bedingungen, damit es auch klappt. Nehmen wir mal an, die ganze Wohnung sei jetzt 10 Meter lang, wir machen es mal ganz glatt. Und hier 10 Meter insgesamt breit. Dann könnte man ja denken, da hätte man 100 Quadratmeter Wohnfläche, ne? Wenn ich mir das so überlege. Ich habe jetzt hinten schon gehört, da ist ja noch ein Drempel. Ne? Ja. Eben, der Haken an der ganzen Geschichte ist, es gibt eine sogenannte 1-Meter-Linie. Das heißt also, diese Linie hier, die hier im Raum verläuft, die bezieht sich darauf, dass der Drempel, ja, Abseite darf man auch dazu sagen, 1 Meter hoch ist. Und dann gibt es noch eine sogenannte 2-Meter-Linie. Wenn ich mir hier einen Drempel denke, das wird allerdings kaum jemand machen, das ist die 2-Meter-Linie, also diese hier, diese gestrichelte, dann gilt Folgendes.
Die Fläche zwischen der 1- und 2-Meter-Linie, die wird nur zur Hälfte gerechnet. Jetzt gibt es gerne Vermieter, die sagen, Mensch, ey, Alter, hast du doch 100 Quadratmeter Wohnfläche? Bis in die Ecken, ja. Bloß in die Ecken, da kann keiner sitzen, ne? Hinten in der Ecke. Und selbst mit dem 1 Meter wird es schwierig. Stellt euch mal vor, ihr sitzt hier und steht auf. Na, gute Nacht, Marie, das tut weh. Naja, und deswegen ist diese Fläche hier auch immer dann nur, und zwar hier, die hier zwischen. Die ist nur die Hälfte wert. Diese Fläche. Jetzt die große Frage, wie kommen wir an die wahre Wohnfläche heran? Nehmen wir das gleich mal als Übungsaufgabe. Gegeben ist also schon mal die Skizze. Und ich möchte, mache ich die mal lila, die echte Wohnfläche haben. Also gesucht ist die echte Wohnfläche, die Netto-Wohnfläche. Nochmal, grün ist die Fläche, die wird nur hälftig gerechnet. Wie kommen wir an das Problem ran? Wenn wir hier annehmen, das wäre ein 45-Grad-Dach, was demzufolge hier oben einen rechten Winkel hat. Na denn, gebt Gas. Also ich muss die Sache noch ein bisschen korrigieren. Die Netto-Wohnfläche habe ich jetzt bloß hier in lila. Die setzt sich aber zusammen. Netto-Wohnfläche ist in diesem Fall zusammengesetzt aus der Fläche zwischen 1 und 2 Meter. Also grüne Fläche plus diese lila Fläche, ne? Das ist die. Wobei, Achtung, diese grüne, die wird nur zu 1/2 berechnet. Die lila, die wird zu 1/1 berechnet. Na denn. Also die Vorüberlegung bei der ganzen Sache ist, wenn ich hier oben rechten Winkel habe, habe ich hier entsprechende Winkelverhältnisse, auch in der Ecke 45, hier auch 45. Da diese blauen und roten Linien senkrecht stehen, habe ich Mini-Dreiecke. Die 1-Meter-Linie sagt also, von hier bis hier ist es, warte mal, nehmen wir orange, auch 1 Meter. Von hier bis hier sind es 2 Meter. Also, ne, 2 Meter und hier 1 Meter. So. Demzufolge muss dann das hier dazwischen sein. Ne, 10 minus 4, also 6 Meter. Und dann kann man rechnen. Los jetzt. Nach dieser Überlegung haben wir also hier die Meter eingeteilt. Und jetzt haben wir die Mittenfläche, die also wirklich gut begehbar ist. Wer ist schon größer als 2 Meter, sind 6 Meter mal 10 Meter Länge, habe ich schon mal 60 Quadratmeter. Und hier muss ich sagen, ich habe hier die grüne Fläche, ist 1 Meter mal 10 Meter, das auf beiden Seiten, also mal 2. Und dann muss ich wieder durch 2 teilen, weil es geht ja hier um die echte Wohnfläche, die auch zur Berechnung herangezogen wird. Also habe ich hier, einmal 10 ist 10, mal 2 durch 2 bleiben 10 Quadratmeter. Ich habe also mit einer 70 Quadratmeter zu tun. A, berechenbar, sind also 70 Quadratmeter. Naja, ich kenne genug Beispiele. Ich mache es natürlich nicht so, das wäre böse, weil da begebe ich mich auf Glatteis, rechtlich gesehen. Aber ich habe genug Leute gesehen. Nun, haben nichts verstanden, waren froh in Deutschland zu sein und haben schöne Wohnung genommen. 100 Quadratmeter, zahlen sich dumm und dämlich. Mal 5 Euro wären das 350 netto, ohne Nebenkosten. Und die haben gezahlt, ist sich 500, schon jahrelang, haben nicht gemerkt. Haben immer gedacht, Quadratmeter von Freunden sind viel größer. Hatte andere Quadratmeter, andere Maßeinheit, wusste nicht. Und das passiert eben. Da werden Leute also über den Tisch gezogen, wenn die das nicht wissen. Das muss man nebenbei. Schönes Rechenbeispiel. Die Dachsparren eines 38 Grad Satteldaches, mitschreiben, Dachsparren, die Dachsparren eines 38 Grad Satteldaches sind 10 Meter lang. Es gibt insgesamt 9 Dachsparren. Die in einem Abstand von 1,50 Meter verteilt sind. Gesucht ist der umbaute Raum des Dachraumes. Sagen Architekten auch, umbauter Raum. In diesem Fall aber nur des Dachraumes. Na denn.
Also hier mal schon die Skizze. 38 Grad sind hier, ne? So. Jetzt sollte man sich hier noch was einmalen. Von Mitte Balken zu Mitte Balken, ne? 1,5 Meter. So, und jetzt geht's weiter. Wir brauchen eine Arbeitsskizze. Hiermit kommt man nicht viel weiter. Das ist aber das Wesentliche erstmal. So, das heißt also, ich muss dieses erste Dachsegment muss ich mir mal schnappen, die 38 Grad einmalen und dann am besten eine Höhe, die steht senkrecht, einmalen. Die brauche ich sowieso, denn wir wissen ja, diese Fläche, die Dreiecksfläche A eines Dreiecks ist gleich 1,5 Grundseite mal Höhe. Von hier bis hier ist die Grundseite. Also, da geht's weiter. Ich habe jetzt hier ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, ich kann jetzt hiermit, wenn ich H haben will und ich habe schon die Hypotenuse, kann ich sagen, der Sinus von 38 Grad ist gleich H durch 10 Meter. Ne? Das ist die Hypotenuse. Gegen durch an. Gegenkathetes H durch 10 Meter. Das kann ich umstellen und dann freue ich mich. Ich brauche aber noch, was ist denn diese Seite hier dann? Das ist G halbe. G halbe ist, also jetzt sage ich Cosinus 38 Grad ist gleich G halbe durch 10 Meter. Hier ist G halbe. Jetzt kann ich hier weiterrechnen. Umstellen und Action. Na, wenn ich jetzt hier diese entsprechenden Winkelverhältnisse und so weiter, Cosinus und Sinus angewandt habe, dann habe ich hier automatisch schon mal die Grundseite, freue ich mich. Ich habe die Höhe, auch schön, ich kann schon mal die Fläche berechnen, aber wir wissen ja, V ist ja Grundfläche mal Körperhöhe. Die Körperhöhe ergibt sich hier. Achtung, vorsichtig, wir haben hier 9 solche Dachsparren, Dachbalken. Und das heißt, ich habe 8 Abstände. Also 8 mal 1,5 müssten 12 Meter sein, ne? Und jetzt kann ich loslegen. Also, V ist gleich. Und jetzt Grundfläche. Wenn ich dieses Ding um 90 Grad kippe, dann habe ich das Dach mal hier hochgestellt. Dann ist meine Grundfläche und Deckfläche, die sind gleich, ne? Hier unten liegt die Grundfläche drin, hochgestellt und dann habe ich die 12 Meter Körperhöhe. Und dann geht es leichter weiter. Also 1,5 G von 15,76. Jetzt kann ich die 0 weglassen. Ich weiß, es sind drei Stellen. 76 Meter mal mein H, was hatten wir? 6,157 Meter ausgerechnet. Und dann den ganzen Mist nochmal 12 Meter. Und jetzt bin ich tippbereit. Gucken, Meter mal Meter mal Meter passt. Das sind Kubikmeter. Vergesst nicht durch 2 zu teilen. Oder ihr sagt 0,5 mal. Tralala. Was kommt raus? So, wenn ich das überschlage, sage ich 12 mal 12 ist 144, ein bisschen mehr 150. Hälfte von 6 ist 3, 150 mal 3, 450. Also liege ich mit den 581 mit dem Taschenrechner ermittelten Kubikmeter soweit richtig. Kubikmeter umbauter Raum wird auch gerne genommen, aber nicht für die Miete, sondern für Baukosten. Und der ist anders als beim Mauerwerk, im Dachbereich und so weiter und so fort. Das bloß mal nebenbei.